Schönen guten Abend, liebe Freunde, liebe Gäste. Ich gehe davon aus, dass überwiegend AfD-Mitglieder und Sympathisanten hier im Raum sind. Ich höre keinen lauten Widerhall, also wird es so sein. Das ist gut und das ist auch schön so, obwohl wir Opposition kennen und auch Opposition können. Bevor ich zu meinem Thema, und Sebastian Schulze hat es erwähnt, Ihnen etwas sage, möchte ich eine kleine Einleitung geben, um über Sicherheit allgemein zu sprechen. Aber ich möchte auch, weil mein Kollege Gottschalk richtigerweise unserer Polizei gedankt hat, Sebastian Schulze und seinem Team, die das hier vorbereitet haben, organisiert und geplant haben und uns heute zur Verfügung gestellt haben für diese Veranstaltung, recht herzlich danken. Liebe Freunde, und ich bleibe mal bei dieser Anrede, wir erleben seit einigen Jahren eine linksgrüne Meinungsführerschaft in unserem Land, die uns eine bunte, offene und teilbare Gesellschaft überführen will. Wir erleben ein Gutmenschentum, das ausschließlich auf Konsens und auf Schlichtung ausgelegt ist. Und dabei wähle ich jetzt nur noch in diesem Falle eine sehr positivistische Darstellung dieser Bewusstseinsebene. In meiner Aufgabe als Mandatsträger erlebe ich diese Menschen tagtäglich. Leider befinden sie sich auch in Regierungsverantwortung. Sie ergehen sich in unendlichen Verfahrensdiskussionen, besitzen aber nicht die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Diese infantile Weltfremdheit, die sich dazu noch im dauernden Moralisieren und in einer Besserwässerei ausdrückt, ist typisch für diesen rot-grünen sogenannten Mainstream. Großbritannien und auch Frankreich sind diesbezüglich viel, viel weiter. Und die wissen zum Beispiel, diese Länder wissen zum Beispiel, dass ein souveräner Staat seine Grenzen kontrolliert. Und sie tun es auch. Wenn Merkel sagt, wir können unsere Grenze gar nicht kontrollieren, reiht sie sich in die Liga der verfallenen Staaten, wie zum Beispiel in Afrika ein. Ein Franzose, ein Brite, ein Schweizer würde das nie sagen. Die wundern sich nur darüber, was bei uns in Deutschland abgeht. Was läuft falsch in unserem Staat? Die Bedürfnisse der Menschen werden nicht mehr ernst genommen. Seit 50 Jahren entwickelt sich in Deutschland ein System von schmarotzenden Eliten, die sich auf Kosten der Werte schöpfenden, arbeitenden Bevölkerung bereichern. Wie konnte es dazu kommen? Ein zerstörerischer Krieg, eine 68er Revolution, ein Hass auf Deutschland von innen heraus und ein hochstilisierter Schuldkomplex, der den nachfolgenden Generationen bis heute in den Bildungseinrichtungen, in denen die Linksgrünen die Deutungshoheit haben, gewonnen haben, eingeimpft werden. Wie konnte es so weit kommen, dass diese Menschen in unserem Land all das Fremde lieben, aber das eigene so sehr hassen? Freimach, Max Weber hat sich die Verantwortungsethik bei diesen Menschen verabschiedet und ist zu einer reinen Gesinnungsethik rübergelaufen und rübergelassen worden. In dieser Logik hat sich auch der Sprachgebrauch geändert. Wir befinden uns, ich sage es mal so, in der DDR 2.0. Gesagt werden darf nur das, was der herrschenden Elite opportun erscheint. Wer nicht spurt, dem wird die deutsche Schuld und wenn das nicht reicht, die Rassismuskeule und die Nazikeule vorgehalten. Und das erleben Sie und das erleben wir tagtäglich. Aber es gibt ja jetzt uns, die AfD, die Alternative für Deutschland. Wir werden unseren Staat wieder zu einem Rechtsstaat entwickeln. Wir werden als Abgeordnete dem ureigensten Auftrag, dem Wohl des deutschen Volkes zu dienen, nachkommen. Wir werden die Grundlage eines souveränen Staates wiederherstellen und darauf will ich noch kommen. Kurz gefasst,
Wir wollen das, was in der Drei-Elementen-Lehre verhaftet ist, Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt wiederherstellen. Denn sie sind, diese drei Dinge sind die Basis unseres Rechtsstaats. Sie zu schätzen und zu bewahren, muss unsere aller Aufgabe sein. Nur ein funktionierender Staat garantiert den Menschen Sicherheit. Sicherheit ist eine Schutzhülle. Sie bietet den Raum für die kulturelle und soziale, geistige und wissenschaftliche sowie wirtschaftliche und technologische Entwicklung. Sicherheit bietet den Raum für die Entwicklung einer Gesellschaft in Frieden und Freiheit. Das Leben von Völkern und Nationen nebeneinander und in Das war Herr Sebastian Schulz, aber das wissen Sie schon. Das Leben von Völkern und Nationen in nebeneinander und in friedlicher Koexistenz, so wie wir es wollen, ist kein Widerspruch dazu. Die Argumentation der sogenannten linksgrünen Eliten, dass Nationalstaatlichkeit oder sogar die entwertende Definition von Nationalismus zu Kriegen führe, ist zu widerlegen. Den Mitgliedern und Sympathisanten der AfD, also Ihnen, kommt bei der Existenzsicherung unserer Nation eine besondere Bedeutung zu. Wir, Sie, haben zu beweisen, dass wir die wahren Patrioten sind und warum Patriotismus mehr ist als nur eine emotionale Verbundenheit. Unser Patriotismus, so wie wir ihn kennen und leben wollen, definiert die ethnische, kulturelle, historische, christliche, politische und historische Identität im deutschen Sprachraum in Zentraleuropa. Die mehr von der offenen, bunten, teilbaren Gesellschaft ist zu widerlegen. Sie hat nämlich genau da ihre Grenzen, wo die Nutznießer dieser Strömung für ihr Lebenskonzept auf der Basis, und ich wiederhole mich, einer definierten Menge von wirtschaftenden Menschen ausbeuterisch leben und sich aufbauen. Das, was diese Menschen machen, das ist es in Wahrheit, was unsere Gesellschaft spaltet. In der politischen Parteienlandschaft spiegelt die Entwicklung dieser Ausrichtung letztendlich das wider, was wir im Moment erleben, die Polarisierung zwischen den Grünen und der AfD. Es ist eine Entwicklung der Antipoden. Über die anderen Parteien, die kleineren, werde ich vielleicht kurz noch mal reden, gleich. Wir werden bekämpft. Und warum werden wir bekämpft? Wir stellen eine Bedrohung für diese linksgrüne Deutungshoheit her. Aber immer mehr Menschen, und ich sage das bewusst in Anspielung, wachen auf und schließen sich unserer Demokratiebewegung an. In Ostdeutschland können wir dieses Jahr bereits mit deutlichen Mehrheiten rechnen. Und wir werden gleich darüber etwas von Andreas Kalwitz hören, davon bin ich überzeugt. Ich möchte nur an dieser Stelle trotzdem einen anderen ostdeutschen Kollegen zitieren, den Landesvorsitzenden der AfD Thüringen. Er hat gesagt, je hysterischer die herrschende Klasse, ich verbessere nochmal und fange neu an, je hysterischer die herrschende Kaste regiert, je aggressiver sie um sich schlägt, wie ein kleines, bockiges Kind, dem man das Spielzeug wegnehmen möchte, desto ruhiger sollten wir werden und den ganzen ätzenden Schmotter, den sie über uns auskipfen, souverän und stoisch abtropfen lassen. Wir, Sie alle brauchen sich vor nichts rechtfertigen, schon gar nicht vor den Zerstörern unseres Landes. Soweit zu diesem Zitat.
Und wie Sie wissen, ohne dass ich den Namen genannt habe, so ein Mann soll durch den Verfassungsschutz beobachtet werden. Das ist mehr als DDR 2.0. Der Verfassungsschutz wurde mit dem neuen Präsidenten politisch instrumentalisiert. Die medienwirksame Aufbereitung, die die AfD zum Prüffall machen soll, ist schlichtweg ein Skandal. Nach diesen Maßstäben hätte Frau Merkel nach der unrechtmäßigen Öffnung unserer Grenzen im September 2015 und der massenhaften Zulassung von illegaler Migration auch zum Beobachtungsfall werden müssen. Aber wie Sie es auch schon vorher von meinem Kollegen Kai Gottschalk gehört haben, wir sagen nicht ständig, wogegen wir sind. Wir sagen, wofür wir sind. Und jeder, ich, Sie, alle anderen Menschen dort draußen müssen nicht die CDU, müssen nicht die Grünen, müssen auch nicht die AfD mögen. Aber wenn ich Demokratie mag, dann muss ich sie alle akzeptieren. Wie wollen wir zukünftig leben? Wir wollen als freie Bürger in einem souveränen Staat leben, der seine Bürger und die Meinungsfreiheit schützen kann und der für ein friedliches Miteinander der Völker in Europa und in der Welt steht. Wir wollen eine weltoffene, gastfreundliche und hilfsbereite Gesellschaft sein. Die Menschen in unserem Land haben viel geschaffen. Deswegen wollen offensichtlich auch so viele Menschen in dieses Land migrieren. Aber wir haben das Recht zu bestimmen, wer in unser Land kommen kann und zu welchen Regeln die Integration stattzufinden hat. Wer das nicht beachtet, lassen Sie mich jetzt in der letzten Hälfte kurz auf das Kapitel Staatsgewalt kommen. Ein funktionierender Staat muss sein Gewaltmonopol ausüben können. Wir brauchen eine funktionierende Gewaltenteilung, eine funktionierende mit der strikten Trennung von Legislative, Judikative und Exekutive. Es ist gleichsam eine Beugung unseres Rechtsstaats, wenn die Mitglieder der Bundesregierung, also Kanzlerin, Minister, Staatssekretäre, fast allesamt auch ein Bundestagsmandat innehaben, also sowohl der Exekutive als der Legislative angehören. Und wir haben es vor wenigen Wochen im Bundestag erlebt, als wir die Abstimmungsfähigkeit im Bundestag bezweifelt haben. Da sind auf einmal von der Regierungsbank, Kai, kannst dich erinnern, alle Mitglieder, Staatssekretäre in die Reihen ihrer Fraktion gegangen. Und was war? Die Regierungsbank war leer. Im Prinzip ein schönes Bild, muss ich Ihnen sagen. Ja. Aber die Bürger, sie alle bekommen die Exekutive als unmittelbare Gewalt, Gewalt unmittelbar zu spüren. Das ist im Prinzip auch so. Aber sie bekommen damit auch, wenn sie heute mit wachen Augen durch die Straßen gehen, das unmittelbare Staatsversagen zu spüren. Viele Bürger fühlen sich nicht mehr sicher, sie fühlen sich vom Staat verlassen und haben Angst. Wesentlich Mittel der Sicherstellung der äußeren Sicherheit sind unsere Streitkräfte. Und als Obmann im Verteidigungsausschuss und verteidigungspolitischer Sprecher, und es wurde ja schon erwähnt, kann ich Ihnen sagen, um die äußere Sicherheit unseres Landes steht es sehr, sehr schlecht bestellt. Und um Ihnen das als Insider zu sagen, noch schlimmer ist es um die Bundeswehr bestellt, als Sie es vielleicht in vielen Berichten, die Sie zurzeit jede Menge bekommen, tatsächlich der Fall ist. Und Sie wissen es, U-Boote sind nicht einsatzbereit, Eurofighter fliegen nicht, Hubschrauber sind nur zu 30% einsatzbereit. Und die Trendwende der Verteidigungsministerin, Sie müssen es mir nachsehen, den Namen zu nennen, fällt mir relativ schwer. Und das werde ich auch vermeiden. Es ist jetzt bereits absehbar, dass die Zusage, die die Kanzlerin erst letzten Herbst auf einer Bundeswehrtagung
gemacht hat und die Verteidigungsministerin auch immer wiederholt, dass in 2025 1,5% vom Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung ausgegeben werden, nicht gehalten werden kann. Und wir werden es im nächsten Finanzplan und in dem Eckwertebeschluss, den wir sicherlich im Mai zur Kenntnis nehmen werden, auch nachgewiesen bekommen. Denn nicht umsonst wird der Finanzminister im Moment nicht müde, das Finanzloch schon zu beschreiben. Und es werden sich alle Ressorts und vor allen Dingen Verteidigung daran halten müssen. Der nächste Koalitionskrach ist nicht nur allein deswegen, er ist natürlich auch schon wegen des Renteversprechens der SPD, die Rentner im großen Maße schmieren will, bevor sie selbst abschmiert, ist schon programmiert. Die Bundeswehr ist nach der Friedensdividende der 90er Jahre, die vielleicht in den Köpfen mancher Menschen auch mit Verstand so gewählt worden war, diese Friedensdividende hätte spätestens zur Jahrtausendwende ihre Umkehr finden müssen, Umschwung finden müssen. Das ist aber nie geschehen. Das Gegenteil ist der Fall gewesen. Man hat noch mehr aus der Substanz gelebt und eine Lichtgestalt wie Gutenberg hat 2011 nicht nur die Wehrpflicht abgeschafft, sondern er war auch so wohlfeil, 8,6 Milliarden, das muss man sich mal reinziehen, 8,6 Milliarden des Verteidigungshaushalts zur Disposition zu stellen. Seitdem geht es noch steiler bergab mit der Bundeswehr. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie sitzen in einem Blockhaus, heizen Ihren Kamin, irgendwann ist der Holzvorrat beendet und Sie fangen an, die Baumstämme aus dem Blockhaus herauszunehmen und da steht die Bundeswehr jetzt, dank in Anführungszeichen dieser miserablen Führung. Und diese miserable Führung drückt sich auch aus in dem, was Sie gerade erfahren, die Berateraffäre von der Leyen und auch das Thema Gurch-Fock. Und abschließend vielleicht nur zu diesen beiden weiteren Themen. Ja, die AfD, Bundestagsfraktion und meine Kollegen und ich haben es im Verteidigungsausschuss geschafft, die drei kleinen Oppositionsparteien, das ist immer mein Stichwort, das ich sage, auch vor den Medien, die drei kleinen Oppositionsparteien so weit zu treiben, dass sie nicht mehr darum konnten, nachdem sie so viel Schaufensterpolitik gemacht haben, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Der ist eingesetzt und wir werden nächste Woche Donnerstag die erste Sitzung haben, beginnt schon mit der Beweiserhebung. Und ich kann Ihnen nur sagen, damit Sie das auch als Zuversicht mitnehmen, Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen sich aus den Industrien, die betroffen sind, das sind dabei hauptsächlich die Bundesbeteiligungsgesellschaften des Bundesministeriums der Verteidigung, aber eben halt auch ehemalige BIS-Staatssekretäre bei mir direkt oder auf Umwegen melden, weil sie ihre Informationen loswerden möchten und teilweise auch schon bereit sind, dann, wenn ich die Beweiserhebung beantrage, als Zeugen im Untersuchungsausschuss auszusagen. Nehmen Sie das als Zuversicht. Das Ganze wird, aber das prognostiziere ich mal, durch die Koalitionsparteien, die natürlich im gesamten Verteidigungsausschuss von uns 36 Mitgliedern die Mehrheit haben, wird das verschleppt werden. So lange, bis die Regierung nicht noch mehr beschädigt wird, als sie ohnehin sich schon selbst beschädigt. Es sei denn, wir haben dieses Jahr noch einen Wechsel. Nicht den der Neuwahlen, den sehe ich nicht so sehr, aber den einer neuen Koalition. Und man spürt es auch in den Ausschüssen, ich bin übrigens auch im Haushaltsausschuss, dass die FDP und die Grünen sich da schon positionieren. Sie setzen zwar Nagelstiche, was sie als Oppositionspartei machen müssen, aber richtig angreifen tun sie nicht, weil sie sich schon auf Jamaika innerlich vorbereiten. Aber auch das ist für uns ein lohnenswertes und dankenswertes Ziel. Das wird uns unserer Arbeit kein Stück behindern auf unserem Weg nach vorne. Morgen
werde ich in Bremerhaven sein und mit dieser Frau, dessen Namen ich nicht sage, zusammen die Gurch Fock besichtigen und die Werft und das Firmengeflecht. Was ich Ihnen jetzt schon sagen kann, und ich weiß, es geht nicht so sehr darum, und das gilt auch genauso gleichsam für die Berateraffäre, dass hier Millionen verschleudert werden an diesem Schiffsneubau oder der Instandhaltung der Gurch Fock, so ist es im Moment ja noch, sondern es geht darum, dass sich hier Firmen bedient haben in einer Art und Weise, die ist perfide. Aber nicht die Firmen sind schuld. Wenn sie rechtswidrig gehandelt haben, dann werden die Staatsanwaltschaften sich schon daran ausrichten. Nein, die Aufsicht in der Bundesregierung, die Aufsicht vor allen Dingen im Bundesministerium Verteidigung und die Bundesministerin hat als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt die ungeteilte Verantwortung für das, was dort geschehen ist. Sie ist nicht in der Lage, das System Bundeswehr zu verstehen und in dem Maße, wie sie es nicht versteht, hat sie private Berater, externe Berater zugelassen, um für sie das System zu erklären. Aber in Wirklichkeit hat sich da eine Lehmschicht unter der Leitung des Hauses BMVG gebildet, aus externen Beratern mit Stundensätzen von 460 €, mit Boni, den die bekommen haben. Und das Schlimme ist noch, dass sich sogar hohe Beamte und sogar Generale in diese Reihe mit eingereiht haben und zumindest ein System der Vetternwirtschaft mit unterstützt haben und teilweise auch Systemimmanentverhalten haben und diese Vetternwirtschaft begünstigt haben. Das werden wir aufdecken und das wird ein Baustein sein, um diese Bundesregierung immer unsicherer zu machen. Und in dem Maße, wie wir das als Verteidigungspolitiker, aber alle anderen Kollegen in ihren Ressorts auch schaffen, diese Verunsicherung herbeizuführen, verbunden mit guten Wahlergebnissen bei Europa, für guten Wahlergebnissen im Herbst in den ostdeutschen Bundesländern und ihr aller Arbeit, werden wir unser Ziel erreichen. Ob 2021 oder danach, sei egal. Wir werden es erreichen. Dankeschön. Vielen Dank.